Hallo, hier ist der Michael Roth, Mission Media. Ich möchte euch zeigen, wie man bei WunderKit die Adresse für einen Workspace ändern kann. Dazu wähle ich mir zunächst auf der linken Seite den Workspace aus. In diesem Fall ist das Social Media Club Karlsruhe. Dann gehe ich hier oben auf Profile. Dann erscheint hier unten Edit Profile. Klicke ich drauf und erhalte hier die Workspace Settings für diesen Workspace. Im dritten Eingabefeld kann ich im Prinzip hier einen Alias vergeben. Am Ende sollte ich nicht vergessen, auf Done zu klicken, um das Ganze abzuspeichern. Und das war's schon. Tschüss, bye bye.